Welche Erlöse können Anlagen ohne eine EEG-Förderung erzielen? Ihre Anlage hat keinen Anspruch auf eine Förderung oder diese ist bereits voll ausgeschöpft? Mit unserem Erlösrechner können Sie mit wenigen Eingaben sehen, welche Erlöse Sie dennoch in der sonstigen Direktvermarktung erzielen können. Hierbei wird unterschieden zwischen Anlagen, welche 20 Jahre die EEG-Förderung erhalten haben und damit als ausgefördert gelten, oder Anlagen, welche keinen Anspruch auf eine gesetzliche Förderung haben. In beiden Fällen können Anlagen im Zuge der sonstigen Direktvermarktung weiterhin durch die eingespeiste Strommenge Erlöse erzielen. Das funktioniert so. Der Direktvermarkter vermarktet dabei den erzeugten Strom des Anlagenbetreibenden und zahlt diesem monatlich den sogenannten Marktwert aus. Dieser allgemeingültige Marktwert wird monatlich auf der Webseite www.netztransparenz.de veröffentlicht. Da die Zahlung des Netzbetreibers dem Anteil der gesetzlichen Förderung entspricht, erhält der Anlagenbetreibende in der sonstigen Direktvermarktung keine Vergütung mehr vom Netzbetreiber. Voraussetzung für die sonstige Direktvermarktung ist ein RLM-Zähler, welcher die Einspeisemengen viertelstündlich messen und bilanzieren kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Zähler bei Ihnen verbaut ist, fragen Sie bei Ihrem Messstellen oder Netzbetreiber nach. Auf unserer Webseite www.interconnector.de finden Sie in unserem Energieblog zudem einen ausführlichen Artikel zum Thema RLM-Zähler. Berechnen Sie jetzt Ihre Erlöse.